zum Ostergottesdienst des evangelischen Dekanats Melsung, hier aus der Stadtkirche in Melsung. Mein Name ist Norbert Mecke. Wenn Sie sich genauso darauf freuen, Ostern zu feiern, wenn Sie neugierig sind, was es mit diesem Ei auf sich hat, und wenn Sie wissen wollen, was Ostern heute mit unserem Leben zu tun hat, dann sind Sie genau richtig. Denn wir feiern Gottesdienst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lesung aus Markus, Kapitel 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Halleluja, der Herr ist auferstanden. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariensohn. Worte aus Psalm 118 und von Dietrich Bonhoeffer. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Immer wieder machen wir uns auf den Weg zum Grab unserer Hoffnung. In das Leinen der Enttäuschung gewickelt, von den Steinen der Unwiderruflichkeit umschlossen, wartet sie dennoch auf uns. Die Hoffnung. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Über dem leeren Grab wölbt sich ein strahlender Himmel. Ostern, heute, morgen und immer wieder. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Christus ist nicht in die Welt gekommen, dass wir ihn begriffen, sondern dass wir uns an ihn klammern, dass wir uns einfach von ihm hinreißen lassen in das ungeheure Geschehen der Auferstehung. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus schreibt in seinem ersten Korintherbrief in Kapitel 15: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun ist aber Christus auferstanden als Erstling von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn wie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Christus als Erstling, danach, wenn er kommen wird, alle, die Christus angehören. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Jemand hat mir vor ein paar Jahren die Geschichte von Philipp erzählt. Philipp war ein Grundschüler, der in einer schönen Selbstverständlichkeit in der Regelschule mit beschult wurde, genau wie alle anderen Kinder auch. Kurz vor Ostern gab die Klassenlehrerin allen Kindern ein solches Ei, aber nicht etwa, weil es etwas zum Spielen ist, sondern als kleinen Behälter, als Container. Und sie gab die Aufgabe mit: Findet etwas und tut es hier hinein in das Ei, das etwas mit Ostern zu tun hat. Und alle machten sich auf den Weg. Natürlich auch der kleine Philipp. In der nächsten Stunde stellten sie alle ihre Ergebnisse vor. Wow, da gab es manches zu sehen. Es gab jemand, der hatte in seinem Ei einen kleinen Schmetterling, selbst gebastelt, und er sagte: Das hat doch mit Ostern zu tun. Mama hat gesagt, Ostern verleiht unserer Hoffnung Flügel. Oh, staunten die anderen. Ein weiteres Ei wurde geöffnet mit großem A und O, denn in diesem Ei war sogar eine kleine Blume drin. Ostern ist ein Frühlingsfest, und wenn alles grün wird, das ist Ostern, innerlich wie äußerlich. Dann öffnete man ein drittes Ei. Und das war leer. Oh, wir hatten da geschummelt, das ist eine glatte 6, sagten die Ersten. Das ist mein Ei, sagte der kleine Philipp. Ja, du hast es leer gelassen, das kann ja jeder. Nee, das habe ich mir anders gedacht. Das Ei habe ich leer gemacht, ganz bewusst. Denn Ostern heißt doch, das Grab ist leer. Ein paar Wochen später hat Philipp eine Krankheit bekommen, eine Infektionskrankheit. Die meisten Kinder hätten kein Problem gehabt, diese Krankheit wegzustecken. Anders bei Philipp. Mit dem, wie er aufgestellt war, mit seiner Gesundheit, überlebte er die Infektionskrankheit nicht und starb nach wenigen Wochen. Die ganze Klasse war kurz danach auf dem Friedhof bei Philipps Beerdigung. Und jeder in der Klasse hatte ein Ei dabei, ein leeres Ei. Leer, denn das Grab war ja auch leer. Das war doch Philipps Osterpredigt gewesen. Und jetzt legte jeder sein Ei an das Grab. Philipp hatte verstanden,
Das Grab war leer. Der Gekreuzigte lebte. Das bedeutet Ostern. Er ist auferstanden. Und darum feiern auch wir heute. Die Philipps diesseits und jenseits des Todes. Die Norberts und Evas, ältere und jüngere Menschen. Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Paulus wusste noch nichts von Ostereiern. Sicherlich hat er auch Feste wie Ostern geliebt und das Leben. Vielleicht war er sogar ein Fan des Frühlings, wer weiß. Wenn man seine Briefe in der Bibel liest, merkt man, er hatte es nicht leicht. Verfolgung, Gefängnis, Bedrohung. Und mitunter schreibt er sogar, während er im Gefängnis sitzt. Und das voller Glaubenshoffnung und Zuversicht. Solche Briefe hätte er vielleicht auch von daheim in Zeiten von Kontaktsperre und Quarantäne geschrieben. Denen, die Gott lieben, schreibt er, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Was für eine hoffnungsfrohe Sicht auf das Leben, in und trotz aller Umstände. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wie gerne will ich das Leben so angehen und bejahen. Auf was hoffen wir? Das Ende der Corona-Einschränkungen? Dass es weder uns noch unsere Verwandten und Freunde richtig hart trifft? Auch nicht die Wirtschaft, auch nicht an unserem Lebensstandard so viel rüttelt? Wir hoffen, dass aus unseren Kindern etwas wird. Wir hoffen, dass die Diagnose, wenn wir zum Arzt müssen, nicht so schlimm ausfällt. Kein Krebs, keine Demenz. Und wir hoffen, das kann es doch nicht gewesen sein, das ganze Leben. War das schon alles? Wie schön, wenn sich Hoffnungen erfüllen und wie schön, wenn wir es dann sogar merken und dankbar dafür sind. Und wie gut, dass wir darauf vertrauen dürfen in allem, dass Jesus Christus immer nur ein Gebet weit entfernt ist. Glaube ist eine so große Hoffnungsquelle. Glaube ist so etwas wie mein innerer Frühling. Der hat die ganzen rauen Jahreszeiten meines Lebens bislang, Gott sei Dank, gut überstanden. Und weil ich selber eher Optimist bin und nicht zu schnell die Hoffnung verliere, trifft mich dieser andere Satz, den wir von Paulus eben gehört haben, besonders. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nein, das will ich nicht sein, der Elendste, ein armer Schlucker oder Tropf. Bist du aber, würde Paulus sagen, jedenfalls, wenn du nur in den Grenzen deines Lebens auf Christus hoffst. Denn irgendwann erfüllen sich deine Hoffnungen eben nicht mehr oder nur bedingt oder vielleicht gar nicht. Paulus würde mich vielleicht an den kleinen Philipp erinnern. Da siehst du das eigentliche Problem. Und vielleicht hätte er mich auch mit nach Bergamo genommen oder anderswohin, wo viele Särge nebeneinander aufgebahrt stehen. Vielleicht würde er auch einfach nur ganz stumm auf die Anzeige zeigen, die bei uns an unserem Kühlschrank hängt, mit dem Foto einer guten Freundin in meinem Alter, die vor kurzem ganz plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben ist. Und er würde sagen, siehst du, wenn unsere Probleme nicht eine österliche Lösung bekommen, dann ist am Ende alles vergeblich. Ostern heißt, wir hoffen nicht allein auf etwas, wir hoffen auf jemanden. Und zwar auf den, der stärker ist als der Tod. Nun ist aber Christus auferstanden, schreibt Paulus von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Im Bild. Es ist so wie bei den langen Zügen, die manchmal hier ganz in der Nähe auf der ICE-Strecke durch den Tunnel fahren. Die Lok ist schon längst im Licht angekommen.
Die Waggons aber dahinter sind noch nicht durch. Ostern feiern wir, der Erste ist schon durch. Christus, auferstanden. Und alle, die an ihm hängen, die zieht er nach. So werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden, schreibt Paulus. Christus als Erstling, danach, wenn er kommen wird, alle, die Christus angehören. Philipp, der kleine Osterforscher, wird dabei sein. Und die, die bei uns nur als Zahlen auftauchen in den Covid-19-Opferstatistiken, die doch alle Namen haben und sicherlich ihre Geschichte mit Christus. Denn das ist ja seine Spezialität, dass er mit uns Geschichte schreibt. Manchmal so, dass es Menschen gar nicht merken. Paulus übrigens zunächst auch nicht. Bis es ihn wie ein Blitz traf und er dem Auferstandenen begegnet ist. Ich bin auch an dir dran und umwerbe dich. Es muss ja nicht der Blitz sein. Es könnte ja auch schon das Licht der Osterkerze reichen. Und plötzlich flackert auch in mir etwas auf. Vertrauen auf diesen Herrn. Erstmals oder ganz neu. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat Jesus einmal gesagt. Ostern hat mit ihm angefangen. Und Ostern ist erst zu Ende, wenn der ganze Zug durch ist. Wenn unsere Hoffnung aus dem Tunnel fährt und Licht sieht. Wer an ihm dranhängt, dem müssen alle Dinge zum Besten dienen, selbst der Tod. Denn der, so sagt Paulus, der Tod ist der letzte Feind, der besiegt wird. Der letzte Feind, der besiegt wird, der Tod. Wie weit reicht dieser Satz? Noch weiter als unsere innige Hoffnung, die Folgen eines Coronavirus zu besiegen. Und wie sehr hoffe ich auf das Ostern 2020 für mich und für die ganze Welt. Anhänger von Jesus Christus zu sein heißt, noch weiter hoffen wir, viel weiter, österliche Lösungen für das Leben, durch das Sterben hindurch, jenseits aller Tunnel. Heute mit Philipp verstehen, mit dem Herzen verstehen, das Grab ist leer. Ja, der Tod kann noch grausam zuschlagen, aber seine Tage sind gezählt und meine Tage am Ende, Gott sei Dank, unzählbar. Edgy, Tod. So ähnlich schreibt das Paulus ein paar Verse später und bringt mich damit zum Lachen. Edgy, Tod. Willkommen, Hoffnung. Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist frohe Ostern. Amen. Engel sprach, nun fürcht euch nicht, denn ich weiß wohl, was euch gebricht. Ihr sucht Jesus, den findet ihr nicht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nun beten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod erstanden bist. Verleihe, was uns selig ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für diesen Ostertag. Du lebst, der Tod ist besiegt und wir bekommen durch dich Anteil an diesem Sieg. Deine Nähe erwarten wir jetzt auch in unserem Alltag. In dein Osterlicht stellen wir unsere ungelösten Probleme, unsere offenen Fragen, das, was uns Sorgen bereitet. Gib uns Ausdauer, Gelassenheit und Lebenskraft.
Hilf uns österlich mit Zuversicht in die Zukunft zu gehen. Lass Glaube, Liebe und Hoffnung durch uns auch in das Leben anderer hineinleuchten. Dir bringen wir unsere Nächsten, unsere Angehörigen und Freunde, aber auch die Menschen, mit denen wir es schwer haben. Hilf uns zu lieben, wie du geliebt hast, ohne Vorbehalt. Und mach uns gewiss, dass es die Liebe ist, die stärker ist als alles andere. Dir bringen wir unsere Trauer um Menschen, die uns geprägt haben, die wir geliebt haben und mit denen wir uns noch verbunden fühlen. Tröste uns im Licht deiner Auferstehung. Verleihe unserer Hoffnung Hände und Füße, gerade in diesen Tagen. Der Himmel steht uns weiter offen, als unser Leben hier auf Erden reicht. Du lebst und wir sollen auch leben. Komme, was wolle. In diesem Vertrauen beten wir das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt im Glauben den Segen des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit euch allen. Amen. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Wir loben Gott und gehen zuversichtlich unsere Wege mit ihm. Heute, morgen und alle Zeit.